Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist einer der pünktlichsten Bahnhöfe Europas. Wie ein schlagendes Herz den Blutkreislauf eines Organismus in Gang hält, so ermöglicht dieser Kopfbahnhof einen zuverlässigen Taktfahrplan für die Reisenden. Das heißt, in gleichbleibenden Zeitabständen fahren Züge aus allen Richtungen ein und aus. Sie fahren in drei Stockwerken über dieses sogenannte Gleisgebirge, sodass kein Zug einen anderen behindern oder irgendein Gleis versperren kann. Nur wenige Menschen im Land wissen um dieses genial konstruierte und perfekt funktionierende Verkehrssystem. Politiker und Kirchenräte, die wollen es in der Regel gar nicht so genau wissen. Sie schenken ihren Glauben lieber einem hanseatischen Kaufmann, der ihnen vorrechnet, 16 minus 8 sei 32. Und der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz andere Bilder vor dem geistigen Auge erläutert. Farbig ausgedruckt findet man seine Zweckfantasie in den Werbemedien der Deutschen Bahn AG. Der neue Bahnhof hat halb so viel Gleise und wird doppelt so viel Züge pro Stunde abwickeln. Wenn Sie einen Kopfbahnhof haben, wie in Stuttgart, wo Sie mit maximal 30 Stundenkilometer über eine längere Strecke reinfahren können, Sie fahren links hinein, wollen aber rechts raus nach München. Für diese Zeit sind alle Gleise gesperrt. Der neue Bahnhof hat halb so viel Gleise und wird doppelt so viel Züge pro Stunde abwickeln. Wenn Sie einen Kopfbahnhof haben, wie in Stuttgart, wo Sie mit maximal 30 Stundenkilometer über eine längere Strecke reinfahren können. Sie fahren links hinein, wollen aber rechts raus nach München. Für diese Zeit sind alle Gleise gesperrt. Der neue Bahnhof hat halb so viel Gleise und wird doppelt so viel Züge pro Stunde abwickeln. Sie kennen alle Vorteile dieses Großprojektes, aber Stuttgart, lassen Sie mich das nochmal sagen, ist eine einzigartige Chance, auch für die Stadtentwicklung, die einmalig in ganz Europa ist. Und 100 Hektar, das sind mehr als 150 Fußballfelder, verwandeln sich im Park. Und 100 Hektar, das sind mehr als 150 Fußballfelder, verwandeln sich in Park. Im Jahr 2009 veröffentlichte die Deutsche Bahn eine Hochglanzbroschüre mit dem Titel »Das neue Herz Europas«. Hier aus urheberrechtlichen Gründen leicht veränderte Bilder. Die Broschüre war Teil einer beispiellosen, gigantischen Propagandakampagne mit dem Ziel, die Gleisflächen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof mit Milliardengewinn in ein neues Stadtviertel aus Banken und Einkaufszentren zu verwandeln. Prominente Persönlichkeiten überboten sich in feurigen Parolen für das Immobilienprojekt Stuttgart 21, getarnt natürlich und verkauft als ein Bahnprojekt. Schauen wir uns mal die ersten beiden Protagonisten hier an. Ein ehemaliger Ministerpräsident und langjähriger Aufsichtsrat einer Tunnelbohrmaschinenfabrik, Lothar Späth. Und gleich hinter ihm eine Kirchenrätin, Frau Heike Behrens. Sie war im Vorstand vom Diakonischen Werk und sie betont, dass sie für ihren Werbeeinsatz im Namen der Kirche von der Deutschen Bahn keinerlei Zuwendungen bekommt. Frau Behrens dient also der Bahn kostenlos als kirchliche Werbeträgerin. Tragen durfte sie auch ihre hohen kirchlichen Amtstitel für weitere 4 Jahre, bis sie in feierlichem Gottesdienst von der Kirche in den Bundestag verabschiedet wurde. Als Abgeordnete stimmte Frau Behrens für den Anbau von genmanipuliertem Mais, obwohl sie im Grunde ihres Herzens angeblich die natürlichen Nahrungsmittel bevorzugt. Aber in der Großen Koalition blieb ihr wohl keine andere Wahl, als den Antrag einer Minderheit abzulehnen,
die ein klares Verbot von Genmais forderte. Dieses satirische Plakat kursierte in ihrem Wahlkreis. Aber welche Macht treibt solche Menschen? Welchen Namen hat dieses Spiel? Cash in the Tash is the name of the game. Und es ist kein Geheimnis. Cash in the Tash is 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 Cash in the Tash. Das Projekt Stuttgart 21 ist eigentlich nichts anderes als ein gigantischer Geldverschiebebahnhof. Im wahrsten Sinn des Wortes werden hier Weichen gestellt. Die Weichen für die Reichen. Ein sich selbst regelnder Mechanismus saugt den kleinen Leuten ihr sauer verdientes Geld ab und lässt es in die Taschen einer Machtelite fließen, deren Herren und Knechte sich immer wieder gerne im Blitzlichtgewitter der Kameras zur Schau stellen. Eine zentrale Rolle in diesem unterirdischen Theater spielen die Kirchen. Im feierlichen Gewand und mit salbungsvollen Worten zelebrieren die Pfarrer ihren geistlichen Beistand zu medienwirksam inszenierten Tunneltaufen. Hier versammelt sich die geladene Prominenz aus Wirtschaft und Politik zur Andacht im Namen des dreieinigen Gottes. Die Kirchen liefern die bestellte Liturgie im passenden Rahmen. Als Vertreter des Höchsten sind sie die wichtigsten Projektpartner, denn es geht schließlich um Millionen von gläubigen Menschen im Land, die ihren Glauben an das Projekt unter keinen Umständen verlieren sollen. Im Namen der Kirchen nun bei dieser ökumenischen Andacht, die wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Amen. Ein solches Projekt braucht den Schutz und den Segen Gottes. Vielleicht mehr noch als andere Projekte. Hier spricht ein Methodist im Namen der Kirchen. Also stellvertretend auch im Namen der evangelischen Landeskirche Württemberg. Der Landesbischof hatte jedoch mehrfach verlauten lassen, seine Kirche verhalte sich neutral zum Projekt Stuttgart 21. Auf die Bitte, sich öffentlich von diesem bösen Fauxpas zu distanzieren, schickte er seinen Pressevertreter vor die Tür seiner Verwaltungsgebäude, wo sich 35 Menschen spontan versammelt hatten. Ich darf als Sprecher sprechen. Naja, aber wenn ich zum Beispiel Ihre Unterschrift fälsche und einen Vertrag unterschreibe mit Ihrer Unterschrift, das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Ja, und genauso, und da muss ich mich doch dagegen verwehren. Hier zieht sich jemand den Talar an, der zum Verwechseln ähnlich ist mit einem evangelischen Pfarrer. Das ist ein methodistischer Pfarrer, ja, also, der hat so einen Talar. Der hat so einen Talar. Eben, und der stellt sich hin, und das wollte ich hier genau nachspielen. Verkündige. Heute am letzten Freitag vor dem Christfest, da drängt sich die Wahrheit ans Licht. Auch wenn die Mehrheit sie nicht mehr wahrhaben will, die Wahrheit über das Immobilienprojekt Stuttgart 21 mit seiner unrentablen Bahnverbindung nach Ulm. Stuttgart 21, Nomen est omen.
Der Name sagt's voraus. Innerhalb von 21 Jahren soll das Herz dieser Stadt in der Versenkung verschwinden. 21 Milliarden Euro sollen im Jura und im Gipskäuper, im Grund- und Mineralwasser versinken. 21 Milliarden ohne den geringsten Gegenwert für die Zerschlagung einer gut aufgestellten Infrastruktur. Anstelle des heutigen, großzügig, hell und behindertenfreundlich ausgelegten Kopfbahnhofes mit pünktlichem Taktfahrplan, mit 16 oberirdischen ebenen Gleisen und 8 breiten Bahnsteigen, da soll nun ein unterirdischer kleiner Schiefbahnhof in kriminellem Gefälle gebaut werden. Über nur 4 schmale Bahnsteige sollen täglich 250.000 Menschen samt ihrem Gepäck ein-, aus- und umsteigen. Vor der Volksabstimmung war sogar von einer 500.000 Menschen die Rede, von der doppelten Leistung. Und alle Reisenden müssen sich dann über Treppen, Aufzüge und an vielerlei Engpässen vorbei ihren Fluchtweg suchen. Die 21 Grundpfeiler dieser Fehlkonstruktion sind namentlich bekannt. Sie heißen Habgier, Arglist und Täuschung, Verwirrung, Veruntreuung, Ignoranz, Blindheit, Lug und Trug, Eitelkeit, Hochmut und Übermut, Verachtung, Angst, Leichtgläubigkeit, vorauseilender Gehorsam, Feigheit und Faulheit, Scheinheiligkeit, politische Justiz und skrupellose Brutalität. Friedlich demonstrierende Menschen wurden von einem Heer aus Kampfrobotern mit Fausthieben, Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern an Leib und Seele verletzt. Der Landesbischof kommentierte es damals so: Ich habe gehört, es gab Gewalt gegen Polizei. Das ist nicht zu akzeptieren. Die evangelische Landeskirche Württemberg mit ihrer Diakonie war seit Anbeginn immer ein zuverlässiger Partner und Werbeträger für das Projekt Stuttgart 21. Im Lenkungskreis tritt die Kirche zwar offiziell nicht in Erscheinung, aber hinter den Kulissen werden Aufgaben und Zuständigkeiten so raffiniert abgekartet, dass die eigenen Mitarbeiter selber gar nicht merken, vor welchem Karren sie da im Geschirr hängen. Eine kürzlich weihevoll in den Bundestag verabschiedete ehemalige Kirchenrätin aus dem Vorstand der Diakonie, sie positionierte sich mit all ihren kirchlichen Amtstiteln werbewirksam in einer Hochglanzbroschüre der Projektgesellschaft gleich neben dem Aufsichtsrat eines Tunnelbohrkonzerns. Die fromme Frau beteuerte später, als man sie zur Rede stellte, es sei kein Geld geflossen. Sie sei da halt so hineingeschlittert und habe ganz privat und kostenlos diese Werbung gemacht. Ebenso kostenlos wirft sich ein Dorfpfarrer auf der Schwäbischen Alb für ein unterirdisches Medienspektakel in den Talar. Er bittet um Gottes Segen für die Arbeiter am Tunnel und betont, diese Baustelle sei von öffentlicher Hand und demokratisch legitimiert in Auftrag gegeben. Wie es zur Legitimation gekommen ist, welchen Sinn dieser Tunnel macht, was für einen Eingriff in Gottes Schöpfung und menschliche Volkswirtschaft er bedeutet, das interessiert ihn nicht. Ein Pfarrer, dem es wirklich um die einzelnen Menschen
um die Arbeiter geht, der lädt sie ein in seinen Gottesdienst. Es sind ja keine bettlägerigen Kranken, die man da besuchen muss. Aber bei der Machtdemonstration vor Ort auf der Baustelle mit Prominenz und Kameras, da offenbart sich, wes Herren Knecht der Herr Pfarrer in Wirklichkeit ist. Ich selber will mich hier gar nicht als Richter aufspielen, im Gegenteil. Um kein Haar besser bin ich. Und ich setze sogar noch einen drauf. Zwar kenne ich die Fakten, weil ich lesen und rechnen gelernt habe, aber wissenschaftliche Erkenntnis gilt hierzulande als Meinung einer Minderheit, einer kleinen Minderheit. Und Mehrheit steht eben über der Wahrheit. Auch in der Kirche, die das Schweigen, das goldene Schweigen ums goldene Kalb kultiviert. Aber als Pfarrer muss ich reden, muss mit den Wölfen heulen und predigen, was die Mehrheit hören will. Nur so kann ich meine Familie ernähren. Diese Landeskirche, da ist mir viel zu zögerlich. Sie will es allen recht machen und der Landesbischof spielt den netten Grüß-Gott-Onkel. Ich bin ein freiberuflicher Pfarrer. Und als Freiberufler, da stehe ich auf dem Standpunkt, wes Brot ich ess, des Ding ich taufe. Ja, ich taufe alles, wofür ordentlich abgerechnet wird. Bomben, Raketen, Drohnen, Fregatten, U-Boote, Panzer, Kanonen, Kleinfeuerwaffen, Abhörgeräte und vieles mehr. Bei der Mafia habe ich derzeit einen Jahresvertrag als Betriebsseelsorger. Kürzlich wurde mir ein waschechter Taufbefehl zugestellt, genauer gesagt ein Tunneltaufbefehl. Ich muss also nun alle diese Tunnel hier in Stuttgart der Reihe nach abtaufen. Auch den Tunnel, der hier direkt ober dem Unterkirchenrat hindurchgestochen wird. Habe ich mich versprochen, Entschuldigung. Der hier direkt unter dem Oberkirchenrat hindurchgestochen wird. Ja, ja, beim Kirchenrat weiß man gerade nicht so recht, ob er oben bleibt bei dem, was er versprochen hat, oder schon unten durch ist. Aber zurück zu meinem Taufbefehl. In der Befehlserklärung heißt es, man habe mich für diese besondere Aufgabe auserwählt, wegen meiner Geistes- und Körpergröße. Ein großes Projekt braucht halt auch einen großen Pfarrer, heißt es. Ich fühle mich geehrt, ja, und erledige diesen Job gern zusammen mit meinem katholischen Kollegen. Unsere Kommunikation mit der Macht, die kann sich sehen lassen. Unser Laienbruder von der SPD hat es längst prophezeit. Über Stuttgart 21 ruht Gottes Segen. Ja, dieses Projekt braucht den Segen Gottes mehr noch als andere Projekte. Der Herr Landesbischof wird es mir nicht übel nehmen. Ja, er wird es mir danken. Und er wird sicher wie immer lieb und nett lächeln und schweigen, wenn ich auch gleich im Namen seiner Kirche hier an seiner Stelle nun für ihn spreche. Lasset die Tunnel zu mir kommen. Wo sind sie? Lasset die Tunnel zu mir kommen. Und wehret ihnen nicht. Das ist ein Eikraft. Diese Tunnel sollen nicht zusammenstürzen. Lasset sie zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solcher ist das Reich Gottes. Und so feiern wir nun diese Tunneltaufe im Namen der Kirchen. Im Namen der Kirchen. Tragsucht. Und im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, ein Tau vom Himmel fließt, herab, herab, o Heiland fließt, hier Wolken brecht und
von Jakobshaus. Weder taufen wir Tunnel, noch unterstützen wir das Projekt, noch sind wir in Ihren mafiösen Verschwörungsgedanken ein Pfad. Ja. Aber dieser Pfarrer hat uns gesegnet. Genau. Mhm. Ich habe gesegnet und ich möchte nicht. Er hat die Arbeiter gesegnet. Nein, das Projekt. Das Projekt. Er hat ausdrücklich betont. Ich das doch mal an bei YouTube. Er hat ausdrücklich betont, dieses Projekt braucht Gottes Segen und zwar mehr noch als andere Projekte. Das waren seine Worte. Und dann ist es nicht mehr neutral, ja? Und das war dann ist es nicht mehr neutral. Er kann die Arbeiter segnen von mir aus, aber wenn das Projekt segnet, ist keine Neutralität und das wollen wir von Ihnen hören. Und im Namen der Kirche dann jetzt sagen, da sind wir nicht dabei. Naja, wie gesagt, wir äußern uns nicht zu methodistischen, katholischen oder anderen Pfarrern. Dann lassen Sie sich aber auch nicht vereinnahmen und sagen unter dem Namen der Kirchen. Dann müssen Sie sagen, dann halt nicht im Namen der Kirchen. Aber wir fühlen uns da auch gar nicht vereinnahmt, weil das ist definitiv keiner von uns gewesen. Wenn ich mir eine Polizeiuniform anziehe und den Verkehr regle, dann werde ich eingelocht wegen Amtsanmaßung. So. Und da hat sich jemand etwas angemaßt, da müssen Sie dagegen vorgehen. Ja. Aber natürlich. Klar. Das erwarte ich von meiner Kirche, dass sie das tut. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Deshalb bin ich hier. Wissen Sie, selbst ich als Pfarrersohn, der diese Kirche schon ein bisschen besser kennt, ich habe auf Kirchentagen mitgemacht und ich weiß ungefähr, wie ein evangelischer Pfarrer aussieht. Ja. Ich war mir auf Ansicht... Es gibt ganz verschiedene. Und ich war mir nicht sicher, was ist das für ein Pfarrer. Und dieser Pfarrer hat im Namen der Kirchen gesprochen. Wenn Sie hier nicht widersprechen, schüren Sie den Verdacht, als hätten Sie ihn vorgeschickt. Und ich war es nicht. Nein, es war kein Methodist. Ja, ja. Das ist doch ein kleines Lausbubenspiel. Ziehen Sie sich feige aus der Affäre. Jetzt bekennen Sie, mal, ob Sie es waren oder nicht. Nein, Herr Fellner. Sie waren es nicht, aber stehen Sie dahinter oder nicht? Herr Fellner, wir haben ganz klar gesagt, die Landeskirche ist weder für S21 noch gegen S21. Also werden wir nichts tun, was befürwortet, noch gegen. Also können Sie selber diesen Schluss ziehen. Das ist ganz einfach. Was hindert denn die Landeskirche daran, einfach ein Statement zu veröffentlichen, dass Sie nicht beteiligt waren an dieser sogenannten, in Anführungszeichen, Tunneltaufe? Das wäre doch eine klare Erklärung für alle Christen, die sich da jetzt empören drüber. Das wäre doch eine Klarstellung. Es hat in den Medien keiner behauptet, dass es ein evangelischer Pfarrer war, der da beteiligt ist. Aber das ist eine ökumenische Veranstaltung von zwei Geistlichen. Genau. Ökumenisch. Es wurde ökumenisch ist, wenn Sie zwei verschiedene Konfessionen zusammenspannen, ist alles ökumenisch. Können wir da nicht dazu? Als evangelische Kirche? Es war ja keiner da von uns. Von daher, das weiß doch niemand. Entschuldigung, stehen Sie auf der Leitung oder ich? Wissen Sie, was es war? Es war eine gotteslästerliche Propagandashow. Ja. Und es gibt keinen aus der offiziellen Kirche, der den Mumm hat, sich hinzustellen und das mal zu sagen. Nee. Und das ist das, was uns so verbittert und enttäuscht. Das ist unser Unterschied, wenn das Vater unser gesprochen wird und wenn Segen erteilt wird, wenn da eine Kerze steht und da eine Heiligenfigur steht und wenn man sich noch dazu den 4. Dezember, den Barbara-Tag, aussucht, dann weiß man doch, was das für eine Tradition hat. Das ist doch kein separates Ereignis, was irgendwo unabhängig im Raum steht, sondern das hat doch eine Jahrzehnte- oder Jahrhundertelange Tradition. Es hat eine Bedeutung, es ist aufgeladen mit Bedeutung. Und diese Bedeutung wurde von den Veranstaltern missbraucht. Und zwar im Namen Gottes. Und das ist die Gotteslästerung darin. Und das ist das, was die Verantwortlichen da zu verantworten haben. Und wie gesagt, wir beteiligen uns in sowas. Sie begannen das Gespräch mit der Kritik an einem Begriff. Und hier ist ein Begriff mit der Taufe im Namen der Kirchen. Und Sie verweigern eine Diskussion oder eine Stellungnahme. Inwiefern? Weil sagen wir nicht und sowas.
Ja. Und das hat derjenige. Aber also, ich meine, die Glaubwürdigkeit, wenn es um diese Begrifflichkeit geht, der Taufe, um den Segen Gottes, um den Namen der Kirchen, der mit benutzt wurde, dann wäre es schön, wenn Sie dann auch genauso laut Ihre Position dazu beziehen. Nicht nur schön, sondern es wäre zwingend nötig. Was wir immer getan haben. Aber jetzt kneifen jemand, Sie. Nein, wir kneifen überhaupt nicht. Sie kneifen. Das kann man so sagen. Was hindert Sie daran zu sagen, dieser Methodist spricht nicht in unserem Namen? Aber das wäre eine klare Ansage. Es ist völlig klar, dass kein methodistischer Pfarrer in unserem Namen spricht. Aber er hat es getan. Das kann ich ihm nicht verbieten. Und das nicht im Namen der Kirchen. Und bei den Kirchen sind Sie ein Teil davon. Nein, und wir fühlen uns ja nicht als ein Teil davon. Wir fühlen uns nicht als ein Teil der Kirchen, sagte Oliver Hösch als Sprecher der Evangelischen Landeskirche zum Beginn des 2014. Kirchenjahres. Eine Antwort auf die Frage, wie er das wohl gemeint habe, blieb er seinen verdutzten Zuhörern schuldig. Gleichwohl sitzt er im Lenkungsausschuss des bevorstehenden Deutschen Evangelischen Kirchentags. Seinen Platz hat er neben dem Superintendenten der Evangelisch-Methodistischen Kirche Region Stuttgart. Vielleicht erinnert man sich bis dahin doch wieder an die Gemeinsamkeiten. Und wenn der Bahnchef Herr Dr. Grube anruft und zur nächsten Tunneltaufe einlädt, wird die Evangelische Landeskirche wieder dabei sein? Wird das kommen, dass die Kirche weiterhin, also es hat ja schon angefangen an der Neubaustrecke, dass ein evangelischer landeskirchlicher Pfarrer, Dr. Herr Schaber, ist das vorgesehen, dass nochmal eine Tunneltaufe stattfindet? Da ist nichts vorgesehen. Da war nie was vorgesehen, da ist nichts. Da ist nichts vorgesehen, da war nie was vorgesehen, da ist nichts vorgesehen. Der Winter hat sich kaum gezeigt zum Wechsel ins Kalenderjahr 2014. Schon erweisen sich die Beteuerungen des Kirchensprechers als Schall und Rauch. Und es verdichtet sich das Gerücht von einer dritten S21-Tunneltaufe. Diesmal auf historischem Boden am Stuttgarter Nordbahnhof. Nur wenige Schritt entfernt von der Verladestation, die für mehrere tausend jüdische Mitbürger Ausgangspunkt war zu ihrer letzten qualvollen Bahnreise in Viehwaggons, zu ihrer industriellen Ermordung. Zur Tunneltaufe waren 300 Gäste geladen. Fast alle passierten die Gedenkstätte, ohne Notiz davon zu nehmen. Es war eine geschlossene Gesellschaft in hochkarätiger Besetzung und mit gebührender Beflaggung. Europa, Deutschland, Baden-Württemberg, Deutsche Bahn, Hochtief und andere Baukonzerne. Wo bleibt nur die evangelische Kirchenfahne? Versteckt sie sich etwa hinter der grauen Mauer? Ach ja, da hängt sie ihr violettes Kreuz in den Wind. Und Herr Pfarrer Romeo Edel, rechts unten im Bild, er ist dazu beauftragt, als Vertreter der Kirche die Veranstaltung geistlich zu begleiten. Diesmal stehen sogar ein halbes Dutzend Mineure ostentativ im Vordergrund. Man hat gelernt aus der Kritik und wiederholt nicht die Peinlichkeit, das Projekt als solches direkt abzusegnen. Pfarrer Edel versucht, die Wogen zu glätten, was ihm aber nicht gelingen kann, denn er steht ja selbst auf dem Dampfer, der in voller Fahrt genau diese verheerenden Wogen verursacht. Seine Vorredner lassen keinen Zweifel, worum es bei so einer Veranstaltung geht. Meine Damen und Herren, heute ist für Stuttgart ein besonderer Tag. Wir feiern mit der Taufe des Tunnels Bad Cannstatt den Beginn des Tunnelbaus zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt. Eine Tunneltaufe, das habe ich schon bei der Feier im Dezember in Stuttgart-Wangen miterleben dürfen, hat einen hohen symbolischen Wert. Und sie ist schon deshalb etwas ganz Besonderes,
für uns alle, meine Damen und Herren. Ich begrüße natürlich vor allem Sie, Herr Dr. Grube, Sie sehr herzlich, dass Sie gekommen sind nach Stuttgart. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Grube, sehr geehrter Bürgermeister Scheirer, sehr geehrte Frau Herrmann als Kundentagin, meine Damen und Herren. Ja, heute ist ein besonderer Tag für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Wir feiern schon den zweiten Tunnelanschlag hier in Stuttgart und weitere Tunnelbauwerke, Herr Dr. Grube, Sie haben es gesagt, wieder Bildertunnel werden im Laufe des Jahres folgen. Sie kennen alle Vorteile dieses Großprojektes. Aber Stuttgart, lassen Sie mich das nochmal sagen, ist eine einzigartige Chance, auch für die Stadtentwicklung, die einmalig in ganz Europa ist. Rund 100 Hektar, das sind mehr als 150 Fußballfelder, verwandeln sich in Parks. Für Sie dürfte sehr interessant sein, dass durch den Fernbahntunnel nach Bad Cannstatt, der zukünftig hier unter uns verläuft, Regionalzüge fahren, und zwar von Hödling, Weidling, und zwar nur noch in 38 Minuten, und zwar stündlich sind sie miteinander verbunden. Heute, wie Sie alle wissen, brauchen Sie, um die Kreisstädte miteinander zu finden, eine Stunde. Wir werden weiterhin unsere Ärmel hochkrempeln, und ich sage Ihnen, bei so einem Projekt muss man sich auch nicht wundern, wenn man mal nicht alles so genau abarbeiten kann, wie das vielleicht im Generalstabsplan vorgesehen war. Aber das muss ich Ihnen nicht im Detail erklären, sind genügend Fachleute dabei. Deshalb, meine Damen und Herren, verspreche ich Ihnen eins. Wenn irgendetwas vom Plan abweicht, von dem wir der Meinung sind, das ist anders, als wir Ihnen das mal erzählt haben, dann sage ich Ihnen, werden wir das auch offenlegen. Denn eins kann ich Ihnen sagen, wir werden keinen Blumentopf bis 2021 bekommen. Wir werden viel Schläge bekommen in der Realisierungsphase. Aber wir werden unseren Blumentopf erhalten dafür, dass wir transparent, ehrlich, glaubwürdig und wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dass wir das Ihnen auch mitteilen. Transparent, ehrlich und glaubwürdig. Für die anschließende ökumenische Segnung begrüße ich Herrn Romeo Edel, Wirtschafts- und Sozialpfarrer in der Prälatur Stuttgart und Geschäftsführer des Dialogforums der Kirchen in der Region Stuttgart, sowie Herrn Peter Meile, Diakon der katholischen Kirche in Stuttgart und seit September 2012 Betriebsseelsorger für das Projekt Stuttgart 21. Herzlich willkommen. Ein herzliches Grüß Gott auch von mir zuallererst den Arbeitern, den Ingenieuren an diesem Projekt und allen anderen Gästen. Mein Name ist Romeo Edel. Ich bin hier als Vertreter der evangelischen Kirche in der Arbeitswelt. Die Verantwortlichen wussten, dass sie einen evangelischen Pfarrer nicht zu einer Tunneltaufe einladen können. Wir Evangelische taufen und segnen Menschen. So teilen wir uns diese Aufgabe ökumenisch. Mit edlen Worten kämpft der Pfarrer gegen den Geräuschpegel im Festzelt. Aber seine Predigt wird sie die Herzen der Verantwortlichen in dieser Baulöwengrube berühren? Bei der Tunneltaufe geht es allein um den äußeren Schein, um den hohen symbolischen Wert geistlicher Anwesenheit im Namen der Kirche. Hier zählt das Bild, das ein Geistlicher abgibt, wenn er sich im Talar feierlich segnend vor die präparierte Kulisse der Projektgesellschaft stellt. Seine Worte, die verhallen im Lärm, aber seine Gestalt mit der Segensgeste unter dem Banner der hier herrschenden Macht macht ihn zu ihrem Lakaien und zur Marionette in ihrem Theater. Nach kirchlichem Recht ist ein ordinierter Pfarrer jederzeit und an jedem Ort befugt, einen Gottesdienst abzuhalten. Aber es ist wohl ein Unterschied, ob er die Andacht aus eigener Initiative organisiert und selbst gestaltet oder ob er der Einladung einer Werbeagentur folgt und sich in ihrem vorbereiteten Programm in Szene setzen lässt. Letzteres macht ihn zum klingenden Instrument und zum klaren Befürworter der Sache, in die er sich da hineinstellt. 3S21 Tunneltaufen wurden im Namen der Kirche gefeiert. Dreimal hat Petrus
seinen Herrn verleugnet. Thank you.